So, dann soll es jetzt darum gehen, wie so ein Paper überhaupt aufkommt. Jetzt haben wir bei Themenstellungen geklärt, grundsätzlich eine Idee darüber, wie es denn oder worum es denn gehen soll. Jetzt sollten wir uns anschauen, welche Strukturelemente so ein Paper hat und wie man es dann schafft, dass es in sich schlüssig und durchgängig wird. Da gibt es kein Patentkonzept dafür, wie immer. Aber es gibt so ein paar Richtlinien oder Gewohnheiten, wie ein wissenschaftliches Papier halt ausschaut und wenn man sich an das hält, ist man auf der sicheren Seite, wenn man versteht, worauf man raus will. Und sie einerseits diese Argumentationslinie anschauen, sie andererseits auch die Strukturelemente, die man drinnen haben, so ist anschauen, das ist das Ziel von der nächsten Stunde oder so. Ganz gut hinkommen. Ich zeige jetzt mal gerne ein Beispiel, ich brauche nur ganz kurz einmal so eine Übersichtszeichnung, an der ich dann jeweils die einzelnen Elemente lokalisieren kann. Ich glaube, ich habe mir etwas hinten an der Vorgestellung geschrieben, haben schon mal so diese Wolke, diese Themenbereiche so gezeichnet. Die brauchen wir jetzt gerade wieder. Wollen wir uns darüber unterhalten, wie die Einleitung anschauen. Die Einleitung eines wissenschaftlichen Papers ist der Merkpunkt für einen roten Faden. Weil jetzt, wenn wir dann die Arbeiten sehen, dass ich die meiste Zeit irgendwie in der Einleitung verbringe und mir anschaue, wie denn die Argument wie das zur Thematik und wie sie dann diese Argumentationsketten durchs Paper durchzieht. Das eigentlich inhaltliche Aufbereiten ist jetzt bei der Prosemina-Arbeit im Wesentlichen nur unter Anführungszeichen ein Extrahieren von dem, was es geht, sondern in der Forschungsmethodik. Das Wichtige da ist jetzt wirklich diesen inhaltlichen Faden durchzugehen. Dementsprechend wir haben uns das ja ausführlich darüber unterhalten und da fangen wir jetzt damit an, indem wir mal so das grobe Framework aufbauen. Wir haben also den Gesamtzusammenhang, in dem wir uns bewegen. Das müssen wir jetzt einmal ausmachen, worum geht es, wie wir uns haben, grundsätzlich. Ich versuche das jetzt trotzdem gleich am Beispiel mitzunehmen. Ich nehme jetzt ein Papier von mir, nicht weil es super ist, sondern weil ich weiß, was ich mir gedacht habe beim Schreiben und ich euch da bis jetzt ein bisschen Zeit habe, die jeweils auf das hindeuten soll, was ich jetzt dann da gleich einzeichne. Wir werden uns dann, wenn uns Zeit bleibt, nur in einem anderen Paper anschauen, dass jetzt, man findet diese Elemente mehr oder weniger deutlich, dann trotzdem funktionieren dann geht wieder. Gesamtzusammenhang, habe ich gesagt, erster Absatz. Im Wesentlichen gleich am Anfang vom Paper. Wir sehen da, ich habe das schon ein bisschen vormarkiert, wie wir uns ein bisschen orientieren können. Wir sagen in den ersten zwei Sätzen einmal, worum geht es denn ganz grundsätzlich? Da geht es darum, dass sich Geschäftsprozesse in Organisationen immer wieder verändern und dass das halt Auswirkungen auf die Arbeitenden hat. So ganz grob einmal. Solche Sätze, solche ersten Sätze fangen auch sehr gern an mit heutzutage, nowadays or in recent years. Irgendeine technologische Entwicklung hat sich ergeben und deswegen kann man jetzt irgendwas Neues machen. Irgendwelche Änderungen in Geschäftsmodellen haben sich ergeben und deswegen muss man jetzt technologisch darauf reagieren. Irgend so ein ganz allgemeines Statement, das einmal absteckt, in welchem Bereich sind wir denn und warum ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen. Und da müssen wir da drinnen im Wesentlichen, sagen wir diese Einschränkung wieder, die ich beim letzten Mal bei der Themenfindung schon skizziert habe, müssen wir schaffen, das Thema ein bisschen enger zu machen, zu argumentieren, warum man da auf einem ganz bestimmten Bereich hineinschauen sollte. Ist man irgendwann einmal zu einem Punkt gekommen, wo man eine Lücke im aktuellen Forschungsstand der Forschung identifiziert. Irgendwas, womit sich noch nicht beschäftigt hat. Damit können wir dann nämlich argumentieren, was das Ziel unserer Arbeit ist und argumentieren, warum das wichtig ist. Wenn wir so eine Lücke haben, können wir sagen,
es ist wichtig, diese Lücke auszufüllen, damit sie in diesem Gesamtzusammenhang irgendwas verbessert. Ja, das ist unsere Hypothese, dass wir diese Lücke mit einem bestimmten Vorgehen ausfüllen können, und wenn wir das ausgefüllt haben, dann können wir wiederum argumentieren. Warum man denn für die allgemeine, für das allgemeine Themengebiet einen Mehrwert geschaffen hat. Diese Einschränkung sehen wir da im Beispielprozess. Also alles, was gelb ist, sind jetzt so einschränkende Sätze. Alles, was dazwischen ist, geht immer, leitet ein bisschen rüber, erklärt das Thema genauer. Alles, was gelb ist, sind so die Kernsätze. Vorher haben wir gesagt, ganz am Anfang, es geht uns grundsätzlich einmal um Geschäftsprozessmanagement, um Änderungen in den Geschäftsprozessen und darum, dass sie das Leid in Organisationen mit diesen Veränderungen umgehen können. So, die erste Einschränkung, die wir machen, ist, schau, das Einbringen des Querschnittsthemas, wenn Sie sich erinnern, sonst finden der Themenstellung, da steht nämlich das erste Mal dann gleich da dieses Conceptual Modeling. Also ich schränke schon ein, es geht jetzt nicht mehr allgemein um Geschäftsprozessmanagement, kann es ja auch sein, sondern es geht da jetzt ganz konkret um Modellierung, weil ich irgendwo argumentieren kann, dass man, wenn man Arbeitsprozesse mit konzeptuellen Modellen abbildet, das Ganze irgendwie kommunizierbar machen kann, damit in der Organisation besser verankern kann und besser darauf reagieren kann, wenn sich da was ändern soll. Nächste Behauptung, die das irgendwie einschränkt, ist, dass wenn man solche Modelle schon hat, das ist der Satz da. Nächste Behauptung wäre, dass wenn man solche Modelle schon hat und man dabei die Leute, die das tatsächlich betrifft, nicht einbindet in diese Veränderungen von diesen Modellen oder das Erstellen der Modellen, dass es die ganze Geschichte nicht besser macht, sondern im Endeffekt irgendwie zu unklaren Verantwortlichkeiten und Ineffektivitäten führt. Ja, damit wird es schon nur mehr enger, es geht darum, operatives Personal in die Erstellung von Geschäftsprozessen oder in die Änderungen von Geschäftsprozessmodellen einzubinden. Das steht dann im nächsten Satz. Ja, es gibt Literatur, die sagt, wenn man die Leute einbindet, dann wird das besser. Dann entwickeln die ein besseres Verständnis darüber, wie sie dort arbeiten und können sie mit diesen Modellen besser identifizieren. Aber wiederum introduces challenges in the process of modeling. Da kommen wir jetzt schon Richtung Gap. Es gibt Challenges, und das ist jetzt da nicht mit markiert, sondern als erklärender Satz drinnen. Die Challenge ist nämlich, dass diese Leute, die ich da einbinden muss, normalerweise keine Ahnung von Modellieren haben. Und das muss ich irgendwie adressieren. Und dann kommen wir tatsächlich zur Gap. Das ist jetzt, was da blau markiert ist. Die Gap ist, es gibt keine Modellierungsansätze, die sich darauf spezialisieren, weil die keine Ahnung von Modellieren haben, tatsächlich einzubinden, sondern alle, die sagen, sie binden die Änderungen ein, nehmen die einfach nur als Datenquellen normalerweise. Das ist jetzt der Claim, was die Gap wäre. Deswegen muss das zu sein, und das ist jetzt das Grüne, ein Ansatzvorschlag, der Personen, die keine Ahnung von Modellieren haben, erlaubt, ihre Sichtweise für ihre Arbeitsprozesse zu artikulieren und die so zu stimmen, dass da irgendwie ein Modell ausfällt, mit dem wir eben wieder arbeiten können. Das war mein erste Schritt. Ja, also wir machen die Grenzen immer weiter ein. Wir haben irgendwann am Anfang bei Change Management und Geschäftsprozessmanagement sind auf konzeptuelle Modelle, auf die Einbindung von Endanwendern, auf das Modellieren der Geschäftsprozesse direkt durch die Endanwender kommen und damit ist es ein Ansatz zu schaffen, der das wirklich erlaubt. Was Sie auch seht, ich habe die ganze Zeit jetzt von Behauptungen gesprochen. Das sind einfach nur Aussagen, die in den Raum stehen. Das ist einmal grundsätzlich, ohne dass ich sie groß erkläre. Das wäre vollkommen unzulässig, würde man es jetzt nicht irgendwie belegen können,
Deswegen ist normalerweise in der Einleitung die Zitatedichte am höchsten, also nicht am niedrigsten. Es ist sehr oft so, dass ich Einleitungen sehe, wo überhaupt keine Referenz drin ist. Das Gegenteil sollte der Fall sein, ihr solltet euch gerade dort, wo ihr noch nicht argumentieren wollt, warum man jetzt irgendwas so gemacht hat, wie man es gemacht hat, sondern einfach nur dorthin kommen wollt, was ihr machen wollt. Da könnt ihr euch ganz stark darauf beziehen, wo andere schon gesagt haben, was denn mögliche Zugangswege sind, was denn mögliche Probleme sind. Also da sollte man möglichst viel Referenzen haben. Also ich stelle euch das nachher dann nochmal rein, da könnt ihr euch durchschauen, das ist bei hoffentlich jedem Satz, der nicht irgendwie noch nett ist und in der Behauptung im Raum steht eine Referenz dabei, der diese Behauptung belegen soll. Das ist wichtig. Also sowas wie Hausverstand gibt es nur in ganz eingeschränkten Ausmaß in so einem wissenschaftlichen Papier. Also sowas, so wie der erste Satz. Das ist jetzt etwas, was man nicht notwendigerweise belegen will. Das ist neuliegend, das ändert sich irgendwas in einem Geschäftsprozess. Das wird, sonst war es kein Geschäftsprozess, irgendwann einen Einfluss darauf haben, was wir denn in der Organisation tun. Okay, das brauchen wir nicht groß belegen. Für unsere Zielgruppen, die Zielgruppen sind Leute, die irgendwie mit Informationssystemen arbeiten. Dementsprechend können wir das irgendwie so in den Raum stellen und die Leute werden uns das glauben. Für alles andere, dass es sich das zu Problemen führt, dass es zu ineffizienten Ängsten führt, dass es zu unklaren Verantwortlichkeiten führt, das glaubt man einfach nicht einmal einfach so, sondern da braucht es wirklich einen Beleg dazu. Da sollte man Referenz dazu haben. Down. Was wichtig ist, immer wieder gleich den Rückweg mit zu skizzieren. Das heißt, was bringt denn das jetzt, wenn wir da eine Lösung schaffen haben? Was ist denn der Mehrwert der Zielerreichung? Wenn wir das Ziel erreichen würden, was würde das bringen? Das hilft mir jetzt da. Und zwar in dem Fall aus zwei Perspektiven. Da steht jetzt from a practical perspective, das heißt, was bringt es denn für die praktische Anwendung? Und der zweite, was jetzt auf der nächsten Seite kommt, sagt dann, was bringt es denn? Oder? Ah, jetzt kommt jetzt weiter unten. Was bringt es denn? Wissenschaftlich wirklich, also was trägt es denn zum Stand der Forschung bei? Allerdings ist halt ein Praxispaper, das heißt, es geht auch immer, was ist der praktische Mehrwert des Ganzen. Dann kommt da schon erst der Überblick über die Related Work. Jetzt habe ich zwar grundsätzlich einmal gesagt, was ist denn das Ziel, in welchem Bereich bewegen wir uns? Ansatz machen, der es erlaubt, Endanwender, Akteure einzubinden in die Prozessgestaltung und ins Artikulieren von Wissen über Geschäftsprozessen. Jetzt muss ich aber genau erfassen, was da tatsächlich das Problem noch ist, weil meistens ist man nicht der Erste in einem Fall. Das ist ja jetzt nicht so, dass da noch gar nichts gibt. Das kommt jetzt da im nächsten Absatz. Wo jetzt wirklich die meisten Zitate sind, die Grenzen ist das Ziel klar auf, und grenzen in einem zweiten Schritt nur mal genauer ein, was exakt das Ziel der Gestaltung ist. Dieses zweischrittige Vorgehen in dem Fall war notwendig, weil ich so hoch oben zum Argumentieren angefangen habe. Von Geschäftsprozessgestaltung im Allgemeinen über konzeptuelle Modelle bis hin Einbindung und Einbindung, das ist quasi Level 1 der Zielgestaltung, und dann das Ganze nochmal exakt erfassen, das kommt auf der zweiten Seite, das muss man nicht notwendigerweise so detailliert sein, das kann man auch in einem Schritt machen, dass man auf eine Zielsetzung hinkommt. Wichtig ist,
egal ob ich in einem Notfallstudium habe, dass ich mir auch da in der Einleitung schauen schaue, was gibt es denn im Feld schon, was haben andere schon angeschaut und was ist jetzt wirklich nur die Lücke, die adressieren. Das ist immer nur die Einleitung in die Webplatz. Da haben wir eben da auch von 18, 20 Seiten. Einleitung, Pi mal Daumen, 10% vom Paper. Sowas. Und zwar völlig unabhängig davon, wie lang das wirklich ist. So, bei dies zeige ich jetzt nicht. Aber dann hat die Einleitung dann mehr Erfolg von sich. Normalerweise skaliert das Team nicht gut mit. Also für Eigenarbeit würde ich jetzt einmal sagen, die ganze erste Seite ist vielleicht ein bisschen viel, aber auf jeden Fall eine ganze Spalte ist sicher gewertet. So fühlmäßig. Damit man auch noch hier haben, wo man hin kann. So, auf das Beispiel nochmal zurück. Da ist nur mehr ein Geberblock, also fassbar diese unscharfe Dinge nochmal ein bisschen enger und exakter. Ich sage, das Problem ist eigentlich, dass es keine Ansätze gibt, oder dass alle Ansätze, die es schon gibt, entweder sich darauf spezialisieren, wie man den gemeinsam modelliert, oder sich darauf spezialisieren, wie man zu einem ausführbaren Modell kommt, aber es keinen gibt, der beides macht. Und jetzt haben wir ganz genau nochmal den Gap und haben das Ziel gefasst. Und dann kommt da in lila nochmal dieser Link zurück. Was ist jetzt die wissenschaftliche Contribution? Vorher haben wir die praktische Contribution gehabt. Was bringt denn das in der Praxis? Da ist es jetzt nochmal wissenschaftlich, nachdem wir vorher gerade gesagt haben, es gibt keinen Ansatz, der beides adressiert, ist das der wissenschaftliche Mehrwert, was man sich anschaut. Kann man das in die Weise. Das heißt, Komponenten, die wir mal bis dorthin brauchen, wo wir ganz explizit sagen, das ist unser Ziel, ist eine kurze Beschreibung, ein Absatz, jetzt auf jeden Fall, für so etwas in der Arbeit. Ein Absatz, Gesamtzusammenhang, dann ein, zwei Absätze Hinführung zum Themenfeld, ein Absatz, der sagt, was ist denn die Lücke, die wir adressieren, oder was weiß man denn nicht. Ich nehme an, dass das unnötig ist in einem Buch in der Arbeit, aber trotzdem sollte man sagen, was. Warum sollten wir die Arbeit lesen? Das ist die Gap. Was wäre denn, wenn wir die Arbeit lesen? Was ist denn die Lücke und was ist meine Zielsetzung, die ich da erreichen will? Und wenn ich das habe, dann kann ich jetzt ein bisschen aufs Wie noch eingehen. Und dann sollte ich aufs Wie noch eingehen in der Arbeit. Das heißt, ich habe meine Zielsetzung ausformuliert und jetzt sage ich nur, welche Schritte sind denn notwendig, um dieses Ziel zu erreichen. Nichts mehr.
dementsprechend das gut, wenn man schon bei der Fragestellung formulieren kann, warum es notwendig ist, jetzt zu beantworten, weil dann kann ich noch in die Unterkapitel, wo ich inhaltlich damit auseinandersetze, das in meiner Fragestellung zuordnen und sagen, so, ich wusste, was jetzt kommt, brauche ich zu beantworten mit der Fragestellung und deswegen ist es relevant. Und da kann man sich am Schluss fragen, ist das wirklich so? Das zeige ich dann gerne meine Meinung. So, sowas Ähnliches wie diese Fragestellungen haben wir in dem Paper da. Da steht es, wir müssen uns zuerst überlegen, was waren denn die Anforderungen an so eine Modellierungsmethodik, das ist damit Artefakt gemeint. Was waren die Anforderungen? Klassische Engineering-Paper, also bei allem, wo es um Umsetzung geht, habe ich meistens im ersten Schritt Anforderungen, wo kriege ich die Anforderungen her. Zweiter Schritt, die konkrete Umsetzung, wie erfülle ich meine Anforderungen. Dritter Schritt, die Evaluierung, habe ich meine Anforderungen. Das sind so die drei Hauptkapitel. Und auch die drei Fragestellungen, die ich daraus formulieren kann. Das kommt jetzt da, und damit habe ich so meine Cornerstones gesetzt, die in dem ganzen Paper dann abhandeln will. Wenn wir jetzt auf die Kapitelstruktur schauen, findet sich das da genau wieder. Kapitel 2. Der fängt immer an, the remainder of this paper is organized as follows, oder in the sections to follow, we discuss the following contents, was auch immer. Aber es muss einen Absatz geben am Schluss vom Paper, der sagt, wie sind die Arbeit aufgebaut. Das ist deswegen so, weil, und das brauchen wir jetzt dann für den Rest des Papers, weil es ja nicht davon ausgegangen ist, dass irgendwer das Papier von vorn nach hinten wie eine ganz normale Geschichte oder Erzählung lest. Ein wissenschaftliches Papier wird selten irgendwie in seiner Gesamtheit gelesen, und wenn es überhaupt gelesen wird, dann liest man selektiv ein. Und damit ich weiß, wo ich nachschauen muss, um eine Frage, eine Antwort auf eine Frage zu finden, schaue ich mir als erster da im letzten Absatz der Einleitung nach, wo drin steht, wie sich das Paper aufbaut. In welchem Kapitel finde ich denn vielleicht, was ich suche. Es ist ja nur sehr selten so, dass ich wirklich die gesamte Information des Papers braucht. Vielleicht interessiert mich nur, welche Anforderungen an kollaboratives Modellieren der notwendig sind. Die Methode, die da drinnen beschrieben wird, ist mir doch vollkommen nutzen vielleicht. Deswegen will ich wissen, in welchem Abschnitt findet denn die Related Work in dem Paper. Ja, und nicht die Beschreibung der eigentlichen Modellierungsmethode. Wenn wir dann über Literaturanalyse sprechen, kommen wir nochmal dazu. Den Leser im Kopf habend, oder wenn ihr eure Literaturrecherche macht, ihr werdet Papers finden, die total speziell auf irgendeinen Aspekt eingehen, der vielleicht eure Arbeit gar nicht relevant ist. Was in dem Artikel aber relevant sein könnte, ist,
wie denn diese Autoren hinargumentieren auf das Thema, wie sie denn angeschaut haben, was andere in dem Bereich gemacht haben, sodass sie vorwärts Rückbezug, ihr erinnert euch, findet, was andere gemacht haben. Damit man diese Sachen findet, braucht es diesen Absatz, damit ich mich hinweg orientieren kann. Also ich will nicht alles durchblauen, sondern ich will da drinnen nachschauen können, was kommt denn los. Also bevor Sie in die eigentliche Inhaltsvergütung kommen wir jetzt an. Das geht das. Immer im letzten Absatz. Nein. Erst dann ist die Einleitung vollständig und dann geht es in die eigentlichen Inhalte. In den eigentlichen Inhalten. Deswegen, ich konnte euch da jetzt nur Zwischenversionen oder
Ich glaube, wir haben einmal geredet über Einreichprozesse. Das hat über ein Jahr gedauert, von ich habe es erst einmal geschrieben gehabt, bis es ist wirklich rausgekommen, mit 3 Review-Zyklen dazwischen. Das darf man jetzt nicht wiedererkennen. Das ist fast komplett nicht geschrieben, das ist falsch, aber es hat komplett neue Abschnitte oder für so andere Abschnitte komplett rausgefallen. Ja, das gehört jetzt zu meinem Job dazu, das ist einfach so. Zu euren Job gehört es nicht dazu, dementsprechend möchte man es vielleicht vermeiden und da helfen die Strukturen. Hilft mir ein bisschen dabei, das möglichst schnell abzufahren. So, jetzt kommen die Inhaltskapitel und da schauen wir jetzt nicht ins Detail rein, weil sonst wären wir nicht fertig. Schlussabsatz sehen wir da. Das fassen wir nochmal zusammen, das ist jetzt genau das, was ich gemacht habe vorher. Fassen wir nochmal zusammen, was haben wir erreicht. Wir haben erreicht, dass wir evaluiert haben und sind darauf gekommen, ja, das funktioniert grundsätzlich, glücklicherweise. Aber es hat bestimmte Einschränkungen und das liegt jetzt dann schon so zum Schlussabsatz, auf den wir in zukünftiger Forschung eingehen werden müssen. So wie wir in der Einleitung diese Klammer aufgespannt haben und diesen roten Faden aufgerüstet haben, damit man durch die ganze Arbeit reingehen, so sollte man am Schluss in der Einleitung wieder zusammenfangen. Idealerweise schaffen wir es in der Einleitung, die Ergebnisse wieder zusammenzuholen. Zwar auch da einen geschickten Aufsatz kurz zusammengefasst, was gekommen ist. Schon ein bisschen im Sinne der Zielsetzung. Das heißt, einfach nur mal zusammenfassen, im Wesentlichen, was ich da am Schluss geschrieben habe, was wir gelernt haben, was wir jetzt nicht mehr. Das kommt euch jetzt wahrscheinlich alles total redundant vor. Es ist auch total redundant. Es steht in so einem Paper alles mehrfach drinnen. Weil nicht das Szenario ist, dass es jemand von vorne nach hinten liest, sondern wenn man halt quer drüber liest, wenn man nur Teile davon liest. Und je öfter irgendwas drinnen ist, je konsistenter das ist, was doppelt drinnen steht, desto einfacher ist es, sich dahin zu orientieren. Also wenn ein erfahrener Wissenschaftler so ein Paper liest, dann schaut er zuerst in die Einleitung, dann am Schluss und dann erst spielt er mitten rein, wo es um die eigentlichen Inhalte geht. Hast du es dann ein Qualitätsmerkmal für ein Paper, wenn man es gut macht? Wenn man es was gewertet tut und man sagt, okay, man steigt irgendwo mittig ein und schaut den Schluss an und findet sich zurecht oder glaubt zu wissen, was wird? Also wenn ich ein Paper Review gehe, schau mal die Einleitung an, da muss man schon mal klar werden, worum es geht. Wenn es in der Einleitung noch nicht klar ist, erst irgendwo hinten mache, dann ist das ein Problem. Dann schaue ich am Schluss. Also am Schluss sollte ich eigentlich schon komplett auslesen können, was im Wasser kommt. Wenn das da nicht drin steht, mache ich ein Problem. Und dann gehe ich erst in die Einleitung. Ich kann euch... Das ist ein Paper, das ich gerade überarbeite. Die Kommentare von Gudolf sind da vielleicht das Interessante. Was man jetzt an die Review-Kommentare gleich sehen, ist, dass das nicht einfach so funktioniert, das so hinschreiben und das passt so. Ich meine, mittlerweile mache ich das schon seit 12 Jahren, trotzdem kommen solche Sachen raus. Weil es dann trotzdem betriebsblind wirst. Ja? Du schreibst das hier für dieses vollkommen klar und dann lest wer drüber, der nichts mit der Arbeit zu tun gehabt hat. Und vollkommen klar, dass sich der dann nicht auskennt. Also für mich halt klar, dass das nicht in sich schlüssig war. Ja, beim Schreiben war das nicht klar.
Das hat vordergründig was mit dem anderen Paper zu tun, da geht es nur um die Vorstellung einer Evaluierungsmethode, also ein bisschen Meta. Geht um eine Evaluierungsmethode, die ich entwickelt habe, um dieses kollaborative Erfassen von Arbeitsprozessen überhaupt überprüfen zu können. Ja? So, und da steht jetzt drinnen, ohne dass wir ins Detail gehen, Adapting a Social Learning Perspective. Und tatsächlich diskutiere ich das in dem ganzen Paper fast nirgends. Ja? Weil ich den Begriff von der Arbeit übernommen habe, auf die aufbau. Es gibt eine Arbeit, die kommt aus dem Computer Supported Collaborative Learning, also hat mit Geschäftsprozessmodellierung nichts zu tun. Die haben sich angeschaut, wie man Lernprozesse analysieren kann. Und die habe ich genommen und habe ich transferiert in den anderen Bereich. Und da habe ich das Social Learning Perspektive rausgenommen. Der Kommentar vom Reviewer ist dann, es kommt aus der Einleitung überhaupt nicht klar, außer was man überhaupt beobachten möchte. Es geht um Evaluierung, beobachtungsbasierte Evaluierung von Modellierungsprozessen und warum Social Learning überhaupt, also Social Learning Perspektive überhaupt helfen kann. Wenn man dann weiterschaut, ja, der Autor stellt das einfach so in den Raum. Instead of backing up the statement with a gap analysis, da sind wir jetzt bei diesen Claims. Habe ich vorher gesagt, wenn ich ein Claim mache, dann muss ich gescheit belegen. Das habe ich nicht gemacht offensichtlich. Und stört es einfach so in den Raum. Ja? Directly discuss the social learning framework by Weinberger and Fischer. As such, they forgo important questions such as, warum brauchen wir denn das überhaupt? Was würde es denn bringen? Und warum sollten wir es denn über den aktuellen State of the Art überhaupt dazu nennen? Das sind die drei Fragen, die jetzt mehr interessieren. Okay. Ja, damit wird es klarer werden. Und es hilft dann nicht, wenn man es nicht alles wiederholen möchte, das argumentativ alles über das Paper verteilt, sondern er hätte halt gern das, zwar die Argumente dann immer wieder durch, wo es braucht, aber auch auf jeden Fall einmal an einer Stelle in seiner Gesamtheit argumentiert. Also das darf durchaus relevant sein. Das wollte ich aus. Da war, glaube ich, jetzt nichts Wichtiges mehr. Und ich wollte gar nicht die Reviews von dem Paper sehen. Das ist über vier Runden gegangen. Summary. Also das, was da oben schon mal gestanden ist, da nur mal in einem Absatz zusammenfassen. This article has proposed a methodology, bla bla bla, und dann nur mal zusammengefasst, was wir gemacht haben. Und dann eigentlich auch zur Komponentenweise, auf die Komponenten kann man sich mehr oder weniger verlassen. Nach der Summary. Aufsatz Contribution. Das ist das, was zurück zur Zielsetzung verlinkt. Jetzt wird es unübersichtlich. Also da sage ich, was haben wir denn jetzt wirklich rausgebracht mit diesem Paper? Was war der Beitrag zum Stand der Forschung? Was haben wir gelernt? Was hat der Leser gelernt, wo er das Paper verstanden hat? Kann man jetzt auch Conclusion nennen? Das sieht man gleich aus, oder ist das? Ja. Okay. In Wissenschaften ist es. Ein Paper hat immer, wie die eine hochrangige wissenschaftliche Publikation, der Prozess habe ich nicht umsonst so lange dauert, das ist ein wirklich ein Scheiß-Journal. Da dauert das halt einfach so lange, weil das wirklich so lange durchrennen lassen, bis keiner von den Redakteuren mehr Einwände hat. Da braucht es immer explizit die Contribution. Und die Contribution formulierst du im Zuge der Contribution. Also Conclusions gehen wieder auf eine Sammlung hinaus und sagen nur, was haben wir denn jetzt im Sinne der Zielsetzung. Dann gibt man Selbstkritik. Was haben wir denn aus dem Paper nicht gelernt? Was sind die Limitations? Wie würden wir es denn beim nächsten Mal ausmachen? Oder anders, was haben wir nicht anders machen können, gegeben die Rahmenbedingungen,
Und wenn da jetzt nur eine Fallstudie drinnen, das ist natürlich einschränkend, da kann man nicht generalisieren, aber es zeigt einmal grundsätzlich die Machbarkeit. Und man wird halt in zukünftigen Arbeiten schauen müssen, dass man das umfangreicher belegt. Und das leitet dann, das ist schon gedeutet, über zum letzten Absatz und das ist Future Work. Da sage ich halt, was wäre jetzt zu tun? Also was wäre immer nur, oder was wäre grundsätzlich zu tun? Was wären interessante weitere Fragestellungen? Da findet man das sogar explizit mit Subkapiteln gemacht. Ist relativ selten. Das ist jetzt von den Verlagseditoren in dem Fall gekommen. Die wollten da nochmal Struktur in die Conclusions drinnen haben. Die ersten zwei Absätze in den Conclusions sind genau diese Summary. Dann kommen die Contributions. Dann kommen die Limitations und dann kommt relativ kompakt, na doch nicht relativ kompakt, in einem Bereich die Future Work. Das heißt, was wird man denn jetzt weitermachen? Bei euch ist das sowieso das maximale Absatz. Allein bei den vier Seiten kann das gar nicht mehr sein. Umfangreicher kann es gar nicht mehr. Ungefähr nachvollziehbar. Kann man sagen, dass die Conclusion alleine ungefähr 10% ausmacht? Ja, da nicht. Also bei euch auch Spalten. Kann durchaus ein bisschen kürzer sein als die. Nachdem ich da meistens nicht mehr recht viele Referenzen drinnen habe und nicht mehr groß argumentieren muss, warum das alles überhaupt relevant ist, ist die normalerweise kürzer als die Einleitung. Aller Hexen, würde ich jetzt einmal sagen. 10%. Eher. Geht's noch? Dann zeige ich euch ganz kurz noch zwei andere Beispiele, damit ich, dass das halbwegs so eine kohärente Struktur ist. Was ich gern nehme noch ist jetzt eine ähnliche Domäne, aber komplett ein anderes Papier. Die Partie da von der Queensland University of Technology, das sind so die Geschäftsprozessmanagement-Gurus außerhalb von Europa, das sind auch Deutsche, die nach Hause Konvention sind. Und was die, also gerade Geschäftsprozessmodellierung machen die viel, und da haben wir ein Paper von 2005, genau. Da ist die BPMN gerade eingeführt worden und das war so das erste Paper, wo geschaut worden ist. Hilft uns das überhaupt? Ja? Da war die BPMN nur im Draft und das Ziel dieses Papers war zu schauen, ist die wirklich besser? Was heißt denn besser überhaupt? Ist die adäquater? Das können wir nicht. So, ohne wieder auf den Inhalt groß zu schauen, findet man da wieder dieselbe Struktur. Erster Satz. Es geht um Business Process Management und das ist total relevant, sagt Gartner. Das ist also so Gartner-Studien oder sowas halt zeigt, ist immer super für den ersten und zweiten Satz, mit dem man die Relevanz, die gerade die praktische Relevanz eines Papers belegen kann. Erste Einschränkung. Es geht um BPMN. BPMN ist zwar 2005 noch kein Standard, aber dort soll es hinkommen. Und BPMN hat durchaus schon Praxisrelevanz. Also da haben wir immer wieder diesen Link zurück, warum ist denn das wichtig? Warum ist das wichtig? BPMN ist bereits jetzt, 2005, wieder der Standard innerhalb des Queensland Government, Regierungsstandard quasi. Zweite Einschränkung, Querschnittsthema, ihr erinnert euch, wir machen eine ontologische Analyse. Wir schauen sie nicht die praktische Anwendbarkeit der BPMN an, sondern wir schauen sie an, ist die in der Lage, Ontologie basiert, das heißt sprachbasiert, die wesentlichen Konzepte der Realität, die in einem Modell abbilden, abzubilden. Ja, dazu verwenden wir
Ontologie, die Banshee und Weber-Ontologie, die ist etabliert, die wird verwendet, jeder, wenn man sowas machen würde, deswegen nehmen wir die erste Einschränkung und das jetzt. So, die Gap ist tatsächlich da ein bisschen implizit drinnen, es geht darum, Gap ist möglichst rasch oder möglichst bald irgendwelche Einschränkungen der DKMN zu identifizieren, jetzt wo man es noch verändern konnte. Ja, also wo jetzt wo man es noch kein Stand ist, wo man es noch sagen konnte, das braucht es dazu, nicht mal da vielleicht schon mal schauen, wo es liegen, damit man es noch ändern könnte. Und deswegen ist das Ziel des Papers, diese Ontological Shortcomings zu identifizieren. Damit man dann vielleicht noch mal eine Revision machen kann. Also da sind wir jetzt beim Ziel. Da wird das in einem Anschnitt gemacht, so wie wir es gehabt haben, ist da in einem Anschnitt ein Ziel festgemacht. Und dann sieht man da jetzt gut, to address this objective, jetzt kommen die Fragestellungen, 1, 2, 3 in dem Fall wieder, to address this objective, we conducted an ontological analysis. Erster Aspekt, we developed propositions and tested them in interviews with representatives of the BPM user community. Das heißt, wir haben es quasi qualitativ evaluiert, was da rausgekommen ist bei der Analyse. Dritter Schritt, und dann haben wir es nur mit anderen Modellierungssprachen gegenübergestellt, um sagen zu können, ist es wirklich besser. Weil vorher war ja der Claim, Two Process Modeling Techniques get better, irgendwie müssen sie besser messbar machen. Das heißt, der dritte Schritt ist da, ich nehme andere Modellierungssprachen her, die mit derselben Ontologie evaluiert worden sind und schauen an, ist die BPMN vollständiger. Das ist die Methode für besser in dem Fall. Nachvollziehbar? Ja. The remainder of our paper is structured as follows. Jetzt haben wir wieder bei diesem einen Absatz, der sagt, wie ist denn das Paper aufgebaut. Als erstes führen wir die Banshee-Weber-Ontologie ein, dann kommt der eigentliche Inhalt, also die erste Analyse, dann kommen die Interviews oder die Ergebnisse der Interviews und im dritten Schritt kommt die vergleichende Studie mit den anderen Analysen. Also auch da wieder so eine 1-zu-1-Zuordnung zwischen den Fragestellungen. Dann kommt wieder die eigentliche Inhalt, der eigentliche Inhaltsteil. Und dann kommt da ein Kapitel, das heißt schon Conclusions, Limitations and Future Work. Also da steht genau diese drei Sachen drinnen. Da in dem Absatz zusammengefasst ein bisschen, was haben wir denn gemacht und was waren die Ergebnisse. Also diese Summary und Contribution ist da in einem Absatz zusammengefasst. Dann, this paper has some limitations. Zweiter Absatz, letzter Absatz, in our future work we plan to extend. Also das ist so wirklich so ein Standard-Templating. Das findet man immer wieder. Und auch von den Formulierungen kann man sich an dem anhalten. Gerade bei den Geschichten von den Queensland-Leuten, die schauen total stark drauf. Das findet man in allen Ehren etwas wieder. Die haben immer wieder dieselbe Struktur und schauen, dass das wirklich erwartungskonform formuliert ist. Da steht am Schluss immer, this paper has some limitations und dann kommt first, second, third. Oder wie viel? Idealerweise drei. Ja, weil dann war man kritisch genug zu sich selber, aber auch nicht so kritisch, dass man sagen müsste, eigentlich war das so blödsinn, was wir gemacht haben. Damit kommt das wieder irgendwie alles zusammen. Ja, ihr findet dasselbe. Habe ich jetzt zugemacht. Eigentliche Struktur, das habe ich mal von denen abgeschaut, findet man da. Ja, the present research has some limitations und dann kommen in Wirklichkeit wieder drei Punkte. Halt nicht durchnummeriert, aber
auch wieder separat angeführt. So. Beim Schreiben der Einleitung, und das sollte jetzt idealerweise auf jeden Fall schon haben, wenn wir das Zwischengespräch machen. Es geht mir gar nicht so sehr darum, dass man was für den Inhalt hat, sondern es ist viel wichtiger, als die Einleitung da ist. Ohne Einleitung kann ich nicht sagen, wie Inhaltskapitel passen. Weil wenn der rote Faden nicht irgendwo angeht, das kann man nicht sagen. Dann kann man zwar sagen, ja, das passt von der inneren Kapitelaufbereitung, aber dann sagen, wird das irgendwo nochmal alles zusammenpassen. Das braucht die Einleitung. Das in der Einleitung, ersten Absatz. Gesamtzusammenhang. Zusammenfassen, A2-Absätze hinführen zur eigentlichen Zielsetzung. Dann einen Absatz runterbrechen, um das Ziel zu erreichen, brauchen wir 1, 2, 3 Fragestellungen. Nicht über 3 für die Kurzarbeit, 2 ist auch okay. Idealerweise begründen können, warum die Fragestellung wichtig ist, um das Ziel zu erreichen. Dann ein Absatz, der sagt, wie ist die Arbeit aufgebaut. Den wir vergessen wieder. Dann kommen die Inhaltskapitel. In jedem Kapitel am Anfang sagen, worum wird es da jetzt gehen, warum hilft uns das, im Sinne der Zielsetzung. Am Schluss von jedem Kapitel sagen, was haben wir gelernt da drinnen und wie werden wir es weiterverwenden. Ganz am Schluss von der Arbeit alle diese Ergebnisse nochmal zusammenfassen, im Sinne der Zielsetzung bewerten, sagen, was waren jetzt die Einschränkungen, wir haben uns nur ein bestimmtes System angeschaut, oder wir haben uns nur 3 Systeme angeschaut, aber eigentlich gab es dann einen riesigen Markt, oder die Related Worker, die haben wir aufbereitet. Ist alles okay, solange wir uns quasi bewusst sind, was die Einschränkungen unserer Arbeit sind, und daraus ableiten, was die nächsten Schritte wären, wenn wir das weiter. Dann kann von der Struktur her schon immer recht viel schief. Gut. Gibt es Fragen dazu? Bitte. Wie sagt man das Ganze auf Deutsch? Also Contribution Limitations to Work, das sind so in der Wissenschaft ja wahrscheinlich sehr festgelegte Wörter, aber wenn wir auf Deutsch schreiben, kommt es irgendwie blöd, wenn wir die Überschriften auf Englisch machen. Ich habe tatsächlich gerade einen deutschen Journalartikel auch geschrieben. Und habe genau die Probleme gehabt. Zusammenfassung, Beitrag zum Stand der Forschung. Einschränkungen der Validität ist nur am ehesten das, was hinkommt, und zukünftige Forschung. Haben wir mal da. Related Work zum Beispiel, das ist so ein stehender Satz, den du ganz schwer auf Deutsch übersetzen kannst. Was habe ich da gemacht? Schauen wir mal. Gut, Abstract. Ja, das war einmal Related Work. Ja. Arbeiten mit ähnlichen Zielsetzungen. Ja, aber das ist es. Ja, es sind nicht verwandte Arbeiten. Weil es nämlich was ist, was methodisch in der Form so noch nicht adressiert war. Aber es gibt Arbeiten, die dieselben Ziele verfolgt haben. Fazit, Conclusions ist auch gern Fazit irgendwo mal, und dann gibt es da jetzt keine expliziten Unterüberschriften, aber die Summary in diesem Artikel wurde ausgehend von Konzeptreflexion und Abstimmung mentaler Modelle argumentiert, warum arbeite ich in dieselbe Thematik wieder, jetzt nur auf Deutsch und ein bisschen andere Aspekte nochmal drinnen. Bei der Betrachtung der in diesem Artikel dargestellten Ergebnisse sind mehrere Einschränkungen zu betrachten, das sind die Limitations.
Also muss man nicht unbedingt eine extra Überschrift machen? Nein. Für die drei Bereiche? Nein, gerade in so einer kurzen Arbeit nicht. Also macht keine, das ist Absatz. Ja, das kann schon irgendwo dieses Triggerwort ganz am Anfang drin stehen, also Contributions oder Beiträge zum Stand der Forschung, damit ich weiß, worum geht es denn in diesem Absatz, aber keine extra Überschrift machen. Ich kann es kursiv setzen oder irgendwas, was es außerhebt, aber in einer 4-Seiten-Arbeit sicher keine extra Unterüberschrift. Genau. Zukünftige Forschungsaktivitäten werden darauf fokussieren, das ist halt Future Work jetzt. Ja. Gut. Das einmal ausprobieren. Wie gesagt, zum Zwischengespräch war es super, wenn zumindest, idealerweise natürlich EUs, aber zumindest die Einleitung da war und die Kapitel auch entfernt und dafür für die Kapitel klar war, welche Literatur rein. Dann kann man schon relativ viel machen. Damit kann man schon sagen, wird auch davon halten, ist die Welt fokussiert genug und gibt jedes Kapitel, das ihr überlegt habt, inhaltlich genug Kernanschaft. Schreiben ist am Herzen, ist noch nicht so tragisch. Schluss muss noch nicht sein. Abstract, dann mit dem Abstract und heute ist nochmal separat. Kannst du mit Abstract noch nicht schreiben. Und wenn man den Abstract gleich schreibt, besteht die Gefahr, dass er nicht beteiligt wird. Das will ich jetzt noch nicht. Gut. Ja. Sonst noch Fragen? Dabei nicht. Die konkreten Fragen kommen dann beim Zwischengespräch. Echt viel mehr bringt auch nicht, wenn wir uns jetzt detailliert anschauen. Also das hat es in den letzten Jahren gesagt, da bringt das Zwischengespräch 10-mal mehr, wenn wir uns ein paar Stunden sitzen und das an der eigenen Arbeit ist. In diesem Sinne, sage ich danke für heute und wir sehen uns bei dem Zwischengespräch.